und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier rausgekommen und wir haben gesagt, wir wollten mal schauen, ja, was aus der alten Dame geworden ist. Das werden wir auch direkt mal machen. Die ist ja auf Mealy Island. Obere Straße, genau. Die ist aber immer noch da. Hä? War sie gar nicht gemeint? Hi! Hey, Junge. Ich habe eine Warnung für dich. Eine Warnung? Du bist in Gefahr. Eine stämmige kleine Geisterfrau ist mir auf die Schliche gekommen und hat mich übel zugerichtet. Sie hat mir meinen goldenen Schlüssel weggenommen. Oh nein! Hast du eine Ahnung, wo sie ihn hingebracht haben könnte? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht leisten, mich darum zu kümmern. Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Ich gebe das Geheimnis auf. Du solltest auch aussteigen. Danke für die Warnung. Bist du okay? Nur mein Geist ist zerbrochen. Der Rest von mir wird heilen. Ich habe 2 goldene Schlüssel. Gut für dich. Aber sei vorsichtig. Tut mir leid, das von deinem Schlüssel zu hören. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Ich erinnere mich, wer den Schlüssel genommen hat. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Die hat den aber nicht irgendwie in den Mülltonnen oder sowas geworfen, ne? Ich habe ja immer noch das Sie Gefühl, scheint zu klemmen. Dass es irgendwie was hiermit zu tun hat, mit der Gas. Nee, da sind wir aber nicht drin gewesen, ne? Hallo. Die scheinen auch keinen Schlüssel hier zu haben. Ist der vielleicht bei der Schlüsselmeisterin? Die Schlosserin, geh mal da rein. Willkommen zurück. Hallo. Scheint aber auch... Hallo nochmal. Kann ich einen weiteren anfertigen lassen? Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Könnte denn sein? Bei Elaine, denke ich mal, wird denn... nicht Elaine, bei der Bürgermeisterin, da wird er, denke ich mal, nicht sein. Gehen wir hier nochmal eben rein. Hier scheint auch nichts zu sein. Die Voodoo-Frau. Da kann eigentlich nicht sein, oder? Wo kann der Schlüssel hingekommen sein? Ist hier denn irgendwas? To-Do-Liste? Gestohlenen goldenen Schlüssel erhalten. Ja, toll, aber wie? Das ist die große Frage. Dann haben wir noch die Flagge vom Quarantäneschiff. Die müssen wir auch noch besorgen. Das Problem bei der Sache ist... ich bin jetzt gerade... Die können wir auch nicht nehmen. Das Problem bei der Sache ist, zum Le Chacs Schiff sind die wohl wieder, oder zumindest die eine ist ja dahin zurückgekehrt, laut ihm. Ich hoffe, wir haben von da alles, was wir bisher so brauchen. Mit denen können wir im Moment nicht weitermachen. Wir haben jetzt noch diese Terrorinsel. Haben wir denn alles hier in Scurvy Island tatsächlich gesehen? Ich weiß nicht. Hier sind so viele Limettenhaine auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Wobei, Elaine, den Leuchtturm, da könnten wir gleich auch nochmal hingehen. Hi. Hi. Du hast nicht zufällig einen Mob, oder? Ich habe meinen eigenen, aber dann habe ich ihn auf LeChucks Schiff gelassen. Er war super. Ich habe einen Schrumpfkopf für den oberen Teil verwendet. Kein Problem. Ich brauche eigentlich keinen. Ich war nur neugierig. Was hältst du von Stan Stanman als Marketingberater? Er ist im Gefängnis, aber vielleicht kann er sich das Flugblatt trotzdem ansehen. Der Typ könnte einem Hund Flöhe verkaufen und würde es wahrscheinlich auch tun. Genau das, was wir brauchen. Gute Idee. Wie kommt es... Wie kommt es, dass das Bild von uns auf deinem Schreibtisch in 2 Teile zerrissen wurde? Ja,
Tut mir leid, dass du das gesehen hast. Es gab einen Zwischenfall mit einer Möwe. Sie ist mit dir in die Limettenhaine geflogen. Ich habe gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich verstehe. Sie ist mit mir in die Limettenhaine geflogen. Okay. Das heißt... Ich liebe dich. Ich dich auch. Das heißt jetzt aber, dass ich jetzt irgendwo hier drin... müssen wir jetzt hier alle absuchen wahrscheinlich. Diese Haine sind endlos. Zu den anderen. Wo finde ich die Minzhaine? Dass ich irgendwo hier drin ein Bild habe von mir. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was allerdings von der Möwe verschleppt worden ist. Okay, hier ist anscheinend nichts. Das ist der Ort, an dem das ganze Treibholz während der Treibholzpaarungszeit landet. Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Okay, also das bringt uns nicht weiter. Gut, wir müssen ja sowieso zum Limettenhain. Das hat sie ja schon gesagt. Die Frage ist nur, zu welchen? hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Die Frage ist, habe ich jetzt wirklich alle auf der rechten Seite gemacht? Hier oben ist nochmal. Ach, Moment, ich habe gerade was gesehen. Ah, ist das ein Nest? Ah, retten. Dies ist ein Ausschnitt aus einem Porträt von Elaine und mir. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Hier können wir auch nichts mehr mitnehmen oder so, denke ich mal. Nur noch Limetten. Oh, wie geil ist das denn? Moment, dann müssen wir das jetzt da reintun. Können wir das so rausziehen? Ja. Oh, ach so. Nee, Moment, das müssen wir anders, das müssen wir dann so rummachen. Oh Gott. Oh. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, ist das Bild von ihr jetzt weg oder was? Das wäre nämlich jetzt blöd. Moment, dann gehen wir zum Schiff. Das heißt, wir könnten rein theoretisch... Da war das. Rein theoretisch müssten wir doch jetzt zu Stan kommen, oder? Ja, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir da irgendwo... Oh Gott. Was halten Sie von diesem Bild, das mich und meinen sehr lieben Freund Stan zusammen zeigt? Wir haben es bei einem Treffen unseres örtlichen Bisamrattenclubs malen lassen. Sie sehen aus, als stünden Sie sich sehr nahe. In Ordnung. Sie können reingehen und ihn sehen, aber keine Fluchtversuche. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Sie wollen nicht direkt dort stehen, wenn ich das Tor öffne. Stellen Sie sich neben einen Stumpf. Okay. Alles klar. Okay. So. Stanley, ich sehe ihn gerade noch nicht. Herausfinden, wo Stanley ist. Lauter Typ, großer Hut. Ganz hinten. Ganz hinten. Was heißt für die ganz hinten? Hier ist ganz hinten wahrscheinlich. Da nicht. Was ist denn für die ganz hinten? Was ist das? Gefängnisfesseln? Sieht so aus, als hätten sie Platz für einen weiteren Gefangenen. Also. Es sieht aus wie ein geheimer Fluchttunnel. Hey Stan. Hallo, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Weswegen bist du hier? Piraterie. Nichts. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Das ist immer eine gute Idee, mein Junge. Wenn du etwas brauchst, komm zu Stan. Und du hast dir einen guten Zeitpunkt ausgesucht, denn ich habe die Zukunft gesehen. Ich möchte, dass du über diese zwei Worte nachdenkst. Eis. Skulptur. Getrennt voneinander sind sie aufregend. Stärke, Eleganz und Transparenz. Zu Stan, ich glaube nicht. Warte nicht so lange, sie gehen weg wie warme Semmeln. Ah ja. Wusstest du, dass es dort drüben einen Fluchttunnel gibt?
Oh nein, mein Junge, ich kann nicht flüchten. Das wäre nicht klug. Ich bin ja nur für einen Monat hier. Ich habe eine Kopie der richterlichen Anordnung hier. Ah, okay. Es wird hiermit angeordnet, dass der Angeklagte Smilling Stan S. Stanman zur Zwangsarbeit im Eissteinbruch von Bermuda verurteilt wird. Für die leider triviale Zeit von einem Monat, okay? Ja, ich bin wirklich glimpflich davon gekommen. Zum Glück haben sie mein Schneeballsystem nie aufgedeckt. Sonst hätte ich wahrscheinlich 10 Jahre gesessen. Erzähl mir mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Gesetz so eine große Sache daraus macht. Es ist einfach kreativer Umgang mit Geld. Einfach, wenn du weißt, was du mit den Zahlen machen kannst. Ich habe diesen Buchhalter, Ned Filigree. Er ist ein Genie mit diesem Zeug. Wenn sie jemals seine Unterlagen sehen würden. Nun sagen wir mal so. Das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, den ganzen Papierkram zu verbrennen. Der Name deines Buchhalters. Das heißt, der eine Typ war auf jeden Fall sein Buchhalter. Ich meine, das klang jetzt schon so, ne? Aber, ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Ich würde nämlich gerne wissen, ja, jetzt können wir hier ran. Oh, ja, wir haben die eingepackt. Das ist die richterliche Anordnung für Stan. Ja, das wissen wir. Können wir das eventuell... Elaine und ich könnten eine Marketingberatung gebrauchen. Die Marley-Stiftung versucht, Skorbut zu bekämpfen, indem sie Limetten verteilt. Aber niemand ist bereit, sie zu nehmen. Ich fühle deinen Schmerz, mein Junge. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Verkauf von Rettungswesten in der Landwirtschaft. Manchmal wissen die Leute nicht, was sie wollen, selbst wenn sie es wollen. Hast du irgendwelche Werbematerialien? Elaine hat dieses Flugblatt gemacht. Ja, das kennen wir. Ich sehe das Problem. Das ist von vorne bis hinten falsch. Mit diesem Geschwätz kannst du nicht mal Wasser an Fische verkaufen. Es ist ein bisschen trocken. Es stehen Fakten drin. Schlimmer noch, wissenschaftliche Fakten. Ich werde mich mit ihr treffen müssen, um das zu klären. Kannst du mir nicht einfach sagen, was ich tun soll und ich sage es ihr? Nein, nein, das geht nicht. Dinge gehen beim Übertragen verloren. Ein Viren ist kein Viren, wenn es nicht aus dem Maul eines Pferdes kommt. Nichts gegen dich, mein Junge, aber du bist kein Profi. Du könntest nicht die Nuancen vermitteln, die hier nötig sind. Sie und ich müssen uns zusammensetzen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ich werde es ihr sagen. Die Frage ist, sollen wir sie dann reinschmuggeln oder sollen wir ihn rausschmuggeln? Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Also. Gehen jetzt erstmal hier raus. Was ich jetzt auch am Überlegen bin, der eine Typ, der hatte ja so Angst vor ihm, ne? Da ist ja irgendwas, ist ja noch da, was wir jetzt quasi nur nicht gemacht haben mit dem. Ach so, ja, genau. Wir müssen ja dieses eine Bild da noch kriegen. Das war... Obwohl, müssen wir das kriegen? Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Das war ja von... Moment, wo ist denn der jetzt gewesen? Hier. Das war halt, aber von ihm. Bist du sicher, Bild, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Ist das ein Segel? Oh nein. Oh, warte. Es ist eine Möwe. Dieser Gerichtsbeschluss im Verfahren gegen Stan S. Stanman könnte dich interessieren. Oh, was ist das? Nur ein Monat? Oh nein! Nimm diese Unterlagen! Bring sie zum Gericht auf Bermuda! Sie werden wissen, was sie mit ihnen machen sollen. Das ist eine sehr schädliche Sache. Stan wird mindestens 10 Jahre bekommen. Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber ich muss fürs Zeugenschutzprogramm packen. Oh Gott! Okay. Können wir eventuell das Bild Kann ich das Bild haben? Nicht jetzt. Ich bin am Packen.
Okay, dann nicht. Kann ich dir beim Packen helfen? Ich komme schon klar. Bring die Beweise einfach vor das Gericht auf Bermuda. Okay. Stans Finanzunterlagen. Ich bin kein Experte, aber das Zeug sieht so schräg aus wie die Zähne meines Onkels Elmo. Das sollten genug Beweise sein, um Stan für eine sehr lange Zeit einzusperren. Aber ich will ihn ja nicht einsperren. Das ist ja das Problem jetzt gerade. Ist sie noch hier? Ja, ne? Obwohl, ja, ich kann eigentlich noch gar nichts mit ihr machen, oder? Ich kann Hi. Noch nichts mehr Hi. Sagen. Ach so, doch. Ja, stimmt. Könntest du zum Eissteinbruch auf Bermuda kommen, um mit Stan über dein Flugblatt zu sprechen? Oh nein, da kann ich nicht hin. Das sieht nicht gut aus. Er muss hierher kommen. Aber es ist ein Gefängnis. Und dass er es nicht verlässt, ist sozusagen die Hauptidee. Wie lange dauert es, bis er raus ist? Ein Monat. Das ist gar nicht so schlecht. Bist du sicher, dass du nicht mit Stan im Eissteinbruch reden kannst? Ganz sicher. Er muss hierher kommen. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Das ist doch doof. Also nicht, dass die sich lieben, sondern... Jetzt war man mal happy, dass man mal was geschafft hat. Ist der Typ vielleicht jetzt weg, oder? Seltsamerweise kommt mir die Insel jetzt, wo niemand mehr hier ist, noch kleiner vor. Okay, perfekt. Wobei ich nicht genau weiß. Die Frage ist jetzt. Das haben wir ja schon gezeigt. Was brauchen wir jetzt? Soll ich das dem Richter eventuell zeigen? So nach dem Motto, der... Ach ja, er war ja... Ach so. Er war ja sein Finanzbuchhalter. Da muss ich mal schauen. Das Problem ist halt, ich will ja eigentlich nicht, dass er noch länger da drin ist, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Wir nehmen das mal. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Was ist das denn hier? Das ist ja geil. Ja. Ich mach's jetzt nur sehr ungern, aber... Ich schätze, ich muss das machen, oder? Nur, dass er dann halt länger... Da drin ist. Euer Ehren, ich lege diese höchst nachteiligen und belastenden Finanzdokumente als Beweisstück A im Fall alle gegen Stan vor. Die Beweise sind eingegangen. Das Gericht verlangt, dass Ned Filigree eine eidesstattliche Erklärung abgibt, wenn diese Beweise akzeptiert werden sollen. Ich kann fluchen wie ein Seemann, falls das hilft. Können euer Ehren bitte das Statut zitieren? Für das Gericht kann ich erklären, dass ich eine... der Verteidiger des Geschädigten zieht das belastende Beweisstück zurück. Könnte euer Ehren bitte das Statut zitieren, das eine eidesstattliche Erklärung in folgenden Fällen verlangt? Statut 7, Abschnitt H, Unterabschnitt G, in Klammern E. Ich verstehe. Und Abschnitt U, in Klammern E, in Klammern II, Unterabschnitt A, in Klammern B. Okay. Und Abschnitt L, in Klammern M, Unterabschnitt AA. Ich ziehe die Frage zurück. Ich wollte gerade sagen. Gut. Für das Gericht kann ich erklären, dass ich Ned Filigree bin. Dieses Gericht kann anhand von Zolldokumenten feststellen, dass Ihr Name tatsächlich Herr Guybrush Threepwood ist. Ich führe meine Buchhaltung aus steuerlichen Gründen unter einem Pseudonym. In Anbetracht dieser neuen Beweise verurteile ich Stan hiermit zu 10 Jahren Zwangsarbeit im Eissteinbruch. Ohne Aussicht auf Bewährung. Bitte bewahren Sie diese rechtsverbindlichen Dokumente für Ihre Unterlagen auf. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss dafür sorgen, dass er länger da drin ist, damit er mit mir durch den Tunnel flieht,
weil Elaine ja nicht dahin gehen will. Garantiert. Garantiert. Verlängerte... Okay. Moment, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihm rein. Und erklären ihm die glorreiche neue Nachricht. Stanley. Oh, das ist gut. Ich habe eine beunruhigende Nachricht zu deinem Urteil. 10 Jahre? Oh nein, ich kann einen Monat durchhalten, aber nicht 10 Jahre. Du musst mich hier rausholen. Betrachte es als erledigt. Ja. Fliehen. Ich wollte eigentlich nicht fliehen. Den geheimen Tunnel betreten. Können wir ihn irgendwie mitnehmen? Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine 10 Jahre absitzen. Ja, dann komm mit. Kann ich hier irgendwas... Hier, Stan. Ich glaube, das ist deine Zahnbürste. Süßer Lebkuchenkuchen. Das ist die alte Bessie. Ganz recht. Ich bin dir sehr dankbar. Oh, zahnärztlicher Samariter. Okay, ich dachte, damit kann ich ihn vielleicht rauslocken, aber offenbar nicht. Können wir das hier vielleicht nochmal... Erinnere mich daran, was du über Elaines Flugblatt gesagt hast. Ich habe gesagt, dass sie und ich uns treffen müssen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ja, dann komm mit. Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine 10 Jahre absitzen. Ja toll, wie soll ich den denn da rausholen? Er braucht doch nur mit in den Tunnel zu kommen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Sieht aus, als wäre ein Gefangener geflohen. Wahrscheinlich durch diesen Tunnel. Ich kann nur mit ihm sprechen. Ich halte mich weit davon entfernt. Muss ich denn jetzt noch irgendetwas... Oder kann ich mit dem Messer eventuell... Das ist der geheime Tunnel zum Eissteinbruch. Ja. Mit dem Messer kann ich das wahrscheinlich auch nicht öffnen oder so, ne? Das endet nie gut für das Messer. Moment, das Schloss knacken? Schlüssel für die... Moment. Kann man... Ich kann die Seriennummer lesen. Ich werde sie aufschreiben. Ah, das werden wir heute noch eben machen. Ah, okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Wo ist Millie Island? Hier. So, dann hoffen wir, dass zumindest die Schlosserin noch da ist. Komm. Willkommen zurück. Hi. Ich habe einen Auftrag für dich. Hallo nochmal. Kann ich einen weiteren Schlüssel anfertigen lassen? Klar. Schreiben Sie einfach die Seriennummer auf und geben Sie sie mir. Habe ich das? Habe ich. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Ein Fesselschlüssel, was? Spezielle, extrem kalt gehärtete Version. Diese Fesseln werden gar nicht mehr hergestellt. Ich nehme an, Sie haben sie schon eine Weile? Oh ja, sie sind schon seit Generationen in meiner Familie. Natürlich. Okay. So. Dieser Moment, wenn man die ganze Zeit total verzweifelt ist und denkt, jetzt kommt wieder irgendeine total komplizierte Sache auf einen zu. Und man dann feststellt, dass es gar nicht so schlimm ist. Hoffe ich zumindest. Achso, nein, gehen wir zum Stadtzentrum. So, reingehen. Dann
Schlüssel, Schlüssel. Das ist der Schlüssel, ne? Ja. Ah, Freiheit. Lass uns hier verschwinden, bevor sie vorbeikommen und die Fesseln wieder einfrieren. Ja, ich möchte dich mitnehmen, um mit Elaine über die Limetten zu sprechen. Ja, perfekt. Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten, Mr. Stanman. Ich freue mich immer, wenn ich einem anderen Unternehmer in einer nicht konkurrierenden Branche helfen kann. Beginnen wir mit dem Branding. Limette klingt nach einem Reinigungsmittel. Es ist dünn, es ist unattraktiv. Wenn man es laut ausspricht, klingt es wie Jammern. Wir brauchen etwas mit Pfiff, etwas, das knallt. Wie Rasierbomben oder saure Bomben oder so. Ich verstehe, was Sie meinen. Guybrush, du warst auch einmal ein junger Mann mit Adrenalinproblemen. Was meinst du? Todeskugeln, Reißzahnbeeren, Säbelfrucht hört sich doch gut an. Säbelfrucht. Gefällt mir, gefällt mir. Du hast eine Zukunft, mein Junge. Ihr Werbeflugblatt muss auch weg. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich denke. Wir wollen Schlangenöl, Kristallvibrationen. Je wundersamer und unwahrscheinlicher es klingt, desto besser. Ich bin mir nicht sicher, ob mir Lügen gefällt. Dann werden wir es nicht in Worte fassen, sondern ein Bild verwenden. Bilder lügen nicht. Sie deuten an. Guybrush, wenn Säbelfrüchte irgendetwas auf der Welt für dich tun könnten, was würdest du dir dann wünschen? Wieso wird dieses Blatt wieder eckig? Das Geheimnis von Monkey Island finden. Das Geheimnis von Monkey Island finden. Guybrush. Das ist gut, aber ich denke da eher an eine Superkraft. Unwiderstehlicher Charme, unglaubliche Kraft. Ich sag mal fliegen. Fliegen? Super, dann nehmen wir das. Niemand wird glauben, dass Limetten einen fliegen lassen können. Nicht buchstäblich, aber in ihren Herzen werden sie es tun. Zum Schluss brauchen wir noch eine Aufforderung zum Handeln. Werde kalt oder werde dunkel oder nimm das. Die sagen nichts aus. Müssen sie auch nicht. Es ist nur ein kurzer, prägnanter Slogan, der den Eindruck erweckt, dass du jetzt sofort etwas tun sollst. Lauf über die Planke, beiß rein, plünder die Meere. Beiß rein ist doch gut. Beiß rein. Fast zu aussagekräftig. Aber ich denke, wir können damit arbeiten. Das ist Ihr neues Flugblatt. Säbelzahnfrucht. Beiß rein. Verhinderter Ausfall. Reduziert Bauchfett. Kann auch Skorbut heilen. Wow. Zeigen Sie den Leuten das und sie werden um Ihr Produkt betteln. Sie legen den Preis fest. Erstgeborenes. Alles. Eigentlich werden wir sie verschenken. Dies ist eine Initiative für die öffentliche Gesundheit. Was? Also das ist doch Unsinn. Man verschenkt nicht den besten Bullen, nur weil die Leute Bullen brauchen, wenn sie mir folgen können. Ich spüre hier definitiv etwas von einem Bullen, wenn sie mir folgen können. Nun, es ist sowieso an der Zeit zu schließen. Sie können mir meinen Anteil schicken. Ich bin weg. Folgen Sie mir nicht. Ihr Anteil? Jetzt warten Sie doch mal einen Moment. Ja, wir schnappen... Ich leihe mir das einfach mal für eine Weile aus. ...uns das neue Flugblatt. Und ich weiß auch, was wir damit als nächstes tun werden. Wir werden zum Schiff gehen und hoffentlich, endlich die Flagge bekommen. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge erfahren, weil da geht's dann weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao!